Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem noch einem Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns den Douglas Multibrands Adventskalender an. Multibrands, wie kann man das mal aussprechen? Entschuldigung, ich habe irgendwie heute so ein bisschen ein Haschmich. Ich kriege das aber wieder in den Griff. Wenn du nämlich Bock drauf hast, mit mir zusammen mal in den Adventskalender hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, auch dieses Jahr hat Douglas wieder einen Multi-Brands-Adventskalender rausgebracht, was natürlich wahrscheinlich durch das Layout vom letzten Jahr, was Douglas da halt gemerkt hat, dass es praktischer für die ist, wenn die halt den Adventskalender so zusammenklappbar machen. Ne? 59,99 kostet das Schätzelein, 350 Euro wert, über 350 Euro wert, okay. Hier sind auch ein paar Marken unten drauf abgebildet und ich weiß noch, als ich das erste Mal mit Petra, mit der schreibe ich nämlich über Instagram ganz viel, was Adventskalender angeht, kommuniziert hatte, habe ich gesagt, hey, den gab es doch schon, ne? Also irgendwie finde ich, also auch das, was so Sneak Peek-mäßig gezeigt worden ist, hat mich sehr an letztes Jahr erinnert. Wir müssen mal gucken und lassen uns einfach mal überraschen. Wir haben hier ein Schleifchen, also es sieht wirklich edel und hübsch aus, definitiv. Das Einzige, was ich halt immer wieder mecker hier ist, wir haben ja einen 60-Euro Adventskalender und es ist ein Kläppchen. Das ist halt irgendwie schade, aber lasst uns mal zusammen hineinschauen. Positiv ist definitiv, dass in den Kläppchen so ein bisschen auch was zu den Produkten beschrieben steht. Witzig ist, dass ich hier ein Produkt drin habe, was ich schon dieses Jahr in einem anderen Adventskalender drin hatte und aufgebraucht habe. Aufgebraucht Video kann ich euch mal verlinken. Das sind 25 ml von der Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream. Ich mochte den Duft sehr, sehr gern und ich finde auch tatsächlich, dass er mich sehr an die karamellige Weihnachtszeit erinnert. Es ist eine reichhaltige Creme, was mir persönlich sehr gut gefällt und ja, ich freue mich, dass ich die jetzt nochmal hier habe. Ich glaube, die hatten wir letztes Jahr aber nicht mit drin, oder? Da haben wir Dr. Barbara Sturm Glow Drops drin. 3 ml, also das ist halt wirklich eine kleine Größe. Aber Dr. Barbara Sturm ist gerade im englischsprachigen Raum total gehypt. Also eine ganz hochpreisige Marke. Und so kann man es mal ausprobieren, ne? Warum eigentlich nicht? Finde ich ganz schön, ist aber wirklich, wirklich winzig. Also alles, was so unter 5 ml ist, ist immer so eine kleine grenzwertige Geschichte, finde ich persönlich. Da wir aber einen Adventskalender haben, der 59,99 kostet, also in dem Sinne ja unter 100 Euro, und dann noch so eine hochpreisige Marke, ist das für mich in Relation gesehen erstmal okay. Auch mit dabei ist die Nummer 3 und an den hätte ich mich erinnert, falls es den letztes Jahr schon gegeben hätte, von Real Techniques. Neon Dream Miracle Complexion Sponge. Also ich liebe die Schwämme von Real Techniques, mit denen bin ich damals angefangen. Und da komme ich auch immer wieder drauf zurück, genauso wie Luvia. Das sind auch sehr, sehr gute Schwämmchen. Ja, finde ich schön. Hier haben wir die riesige Nummer 4. Okay, aber wir haben hier tatsächlich so ein Produkt drin. Aber ich finde Augenpatches tatsächlich richtig gut. Die werden bei mir dann auch immer sehr schnell verwendet und aufgebraucht und reviewed. Also da werdet ihr dann Ende diesen Monats, Ende Oktober tatsächlich, auch ein aufgebraucht Review-Video von bekommen. Hier fahren so viele Menschen heute entlang. Es ist irgendwie 8:30 abends, mitten in der Woche und ständig fahren hier Autos entlang. Auf jeden Fall sind das Hydrating Eye Patches von 1-2-3. 1-2-3 habe ich ein bisschen schon was ausprobiert, aber halt noch nicht super viel Hautpflege. Ne? Also so dekorative Kosmetik habe ich von denen ausprobiert, war ich nicht ganz so überzeugt von. Aber Eye Patches werden jetzt ausgetestet. Der Tag vor Nikolaus offenbart uns von Pacifica, 100% vegan und cruelty-free, eine Vegan Collagen Overnight Recovery Cream mit 20 ml. Mhm. Da steht so viel drauf mit Vitamin C und E und Antioxidantien und Flower-Extrakt, also Blütenextrakt. Das hört sich nach super viel Kram an. Ich kenne die Marke aber nicht. Kennt ihr die Marke? Keine Ahnung. Finde ich interessant. Oh, an Nikolaus selber haben wir von Ariana Grande ein Parfum drin. Und zwar ein Parfüm mit 5 ml. Welcher Duft bist du denn? Steht hier hinten drauf, deswegen spicke ich hier ab und an mal. God is a Woman und das sind übrigens 7,5 und nicht 5 ml. Schaut so aus, ist ein Mini-Flakon, sowas bewahre ich ja auf, um da halt auch einen einzelnen Adventskalender von zu packen. Und das wird dann an einen von euch demnächst mal verlost. Ich muss nur noch ein bisschen mehr hier Futter auspacken und dann bastel ich da was. Ach so, wie ich das Produkt finde. Ja, also ich finde es cool, dass wir eine Parfümminiatur theoretisch drin haben, weil dann könnte man sich eigentlich zum Beispiel den Parfümduft umfüllen
und dann einfach mal ausprobieren, ne? Also finde ich gut. Ich mache sowas halt nicht, weil ich einfach YouTube mache, so viele Miniaturen, wie ich bekomme, habe ich mir irgendwann mal überlegt. Es gibt so viele Leute, die da richtig Bock drauf haben, die zu sammeln und die sich mega darüber freuen, wenn ich Ende des Jahres eine Verlosung mache, dass ich das dann einfach immer für euch dann aufbewahre. Aber wenn ich kein YouTube machen würde, den Adventskalender auspacken würde, würde ich mir das umfüllen und dann selber natürlich verwenden. In der Nummer 7 haben wir auch wieder eine Marke drin, die ich gar nicht kenne, von Lia Water Permeable, keine Ahnung. 11 Milliliter Color Nude Code 10620 läuft. Also das ist halt so ein ja, ganz helles Beige-Tönchen. Trage ich persönlich nicht, weil ich eher so der bunte Typ bin, ne? Aber ich glaube, dass viele das cool finden werden. Hat auch so ein bisschen was von Kaffee, ne? Kaffee mit ganz viel Milch. Milchkaffee, so kennt man's. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, und das macht sie mit einer Maske. 10 Milliliter revitalisierende Maske, straffende Intensivpflege von Dr. Hauschka. Ja, das ist so ein Typchen dann wahrscheinlich. Ich verwende sowas gerne morgens aktuell. Und während ich Zähne putze, lasse ich dann einfach die Maske einwirken. Fertig ist die Laube. Schön, ne? Revitalisieren kann ich sehr gut gebrauchen. Ich bin 33 Jahre alt. Meine Kollagenproduktion hat schon ganz lange angefangen, langsamer zu werden. Das geht aber hier Schlag auf Schlag, Leute. In der Nummer 9 dürfen wir uns nämlich über eine weitere Parfümminiatur freuen von Abercrombie & Fitch. Away Woman Eau de Parfum, 10 Milliliter. Das ist sogar ein Sprüher. Das ist cool, aber auch das werde ich wahrscheinlich, ach, ich muss erstmal die Duftnoten mir anschauen, aber sehr wahrscheinlich werde ich das dann auch in den Miniaturen-Adventskalender weitergeben. Ne? Vielleicht mache ich sogar 2 dieses Jahr. Dieses Jahr habe ich so viele Adventskalender hier. Das ist der helle Wahnsinn. Ja, ne? Aber es ist halt wieder ein Parfum. Ich glaube, dass das ganz gut ankommen wird. Oh, ich rieche hier so ein bisschen was raus. Und das riecht sehr besonders, sehr herb. Okay, ich glaube, das ist kein Duft, wo jeder mega drauf abfährt. Aber ich habe euch ja die Duftnoten eingeblendet. In der Nummer 10 darf es mit dekorativer Kosmetik weitergehen. Da habe ich noch gar nicht so viel von gesehen. Okay, das ist von Anna Jahrke. 10 Noir Mascara Intense, 3 Milliliter. Also es ist eine Mascara. Schöne Sache, sehr, sehr schöne Sache. Ich denke auch, das wird halt eher eine Reisegröße sein. Ich kann euch das Bürstchen mal dazu einblenden, weil ich die jetzt nicht extra aufmachen möchte. Weil ich mag den Duft von Anna Jahrke Produkten leider eigentlich nicht so gerne. Ich finde es aber cool, dass wir hier einfach mittendrin mal eine Mascara haben. Ist schön. Die Nummer 11 hatten wir letztes Jahr doch auch schon drin. Das kommt mir so bekannt vor, ne? Und zwar Apricot Soothing Beauty Issues. Hyaluron Acid Facial Pad, Gesicht Pad vor allem. Smooth Criminal, 30-mal reusable, also wiederverwendbar. 100% medizinisches Silikon, das ist so für die Zornesfalte. Da kannst du das drauf machen. Und das soll wohl helfen. Und da sind 30 Stück drin, oder kann man das 30 Mal anwenden? Du kannst es 30 Mal anwenden, weil das ist so ein Gelpad. Das ist ja spektakulär. Also ich habe da jetzt nicht so eine super ausgeprägte Zornesfalte, ne, muss ich sagen. Deswegen ist es für mich jetzt nichts, was ich behalten werde. Aber ich glaube, dass da sich jemand sicherlich drüber freuen wird, der oder die da halt wirklich mit zu kämpfen hat. Ne? Deswegen finde ich das gut. Du hast übrigens in den Kläppchen auch immer so einen QR-Code drin, dass du dann direkt halt zu der Homepage von Douglas kommen könntest, um dir da ein paar mehr Informationen zu den Produkten zu holen, was ich sehr cool finde. Wir haben jetzt in der Halbzeit Theology, Tea Infusion Skincare, Peach Tea Hydra Cream, Blue Tea Infusion, Hyaluronsäure und Präbiotika, Smoothing and Illuminating, Face and Neck. Mensch, 30 Milliliter, warum schreiben die so viel Kram drauf? Ist doch ein halber Roman hier, oder? Oh, krass. Also für Gesicht und Hals ist es gedacht. Ich verwende meine, ja, Entschuldigung, mein Hintern ist eingeschlafen. Meine Gesichtscremes eh immer für Gesicht, Hals, Dekolleté mit, ne? Und das ist schön. Hyaluronsäure können viele wirklich gebrauchen. Smoothing, also dass die Haut dann halt auch in dem Sinne ein bisschen weich gezeichneter wird und illuminated wird, können auch viele gut gebrauchen. Dementsprechend ist es eine Creme, die viele auch tatsächlich anwenden können. Mit der Nummer 13 wird die zweite Hälfte der Adventssaison eröffnet, und zwar von Lancaster 365 Skin Repair oder 365 Skin Repair Serum Use Renewal Wrinkles Radiance. Bla. Okay, das ist ein Antifaltenserum von Lancaster. Lancaster ist eine sehr hochpreisige Marke, deswegen denke ich, dass wir hier pricey-gebicy-mäßig unterwegs sein werden, aber das finde ich ja immer ganz nett. Und hier haben wir dann einmal das Produkt drin. Ja, mal nicht der klassische Primer, den wir, glaube ich, sonst jedes Jahr hier drin haben von Lancaster. Finde ich auch mal ganz gut.
Schön, ne? Das ist eine ganz tolle Geschichte, denn hier haben wir von Boss Alive in der Nummer 14 ein Produkt drin, was für die Hände und für den Körper gedacht ist. Und zwar, 75 ml von der Hand & Body Lotion. Läuft. Toller Duft, mag ich sehr gerne leiden. Ist vor allem für mich im Sommer eine schöne Geschichte. Da habe ich das auch schon das ein oder andere Mal als Duschgel verwendet, aber auch schon als Body Lotion. Also richtig, richtig angenehm. Ist ein sehr fruchtig, frischer Duft, finde ich persönlich. Aber auch irgendwie hat das was von Leichtigkeit. Ich finde den Duft sehr, sehr schön und freue mich drüber. Ja, für den Körper hatten wir auch noch nicht wirklich was. Doch, ganz am Anfang die Body Cream von Sol de Janeiro, aber die wäre ja bis zum 14. Dezember schon fünfmal aufgebraucht, ne? Ja, erfahrungsgemäß haben wir in diesem Adventskalender auch immer recht viele Produkte von Anna Jahrke mit drin, was manche echt immer hart feiern. In der 15 haben wir Ultra Time Anti-Wrinkle Re-Densifying Cream mit 15 ml. Und das ist auch ein Produkt, was wir, glaube ich, noch gar nicht so super häufig in diesem Adventskalender gefunden hatten. Eine festigende Anti-Falten-Creme, Pflege gut, ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Creme, die wir haben, oder? Ja, also so langsam reicht es mit Cremes, finde ich persönlich. Aber gut, zum Ausprobieren ist es nicht verkehrt, wenn da verschiedene drin sind, weil man hat ja auch unterschiedliche Hautbedürfnisse und so. Trotzdem. Na guck, die Nummer 16 hat mich da auf jeden Fall schon mal erhört. Von Aveda Botanical Repair Strengthening Leave-In Treatment. 25 ml, das ist für die Haare, um die Haare entsprechend zu stärken. Ich glaube, auch das haben wir öfters mal drin gehabt bislang, also quasi auch letztes Jahr, ne? Aber sowas mag ich einfach, weil im Sommer, ach Quatsch, im Winter hast du auch meistens alles trocken. Also nicht nur die Haut, sondern auch die Haare. Und da macht sowas einfach Sinn. Holla, die Waldfee. Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, haben die einfach mal hier einen Pinsel von Zu Eva reingepackt. Ich finde es übrigens schade, dass Zu Eva immer mehr verschwindet. Also auch was so die Make-up-Produkte angeht, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ist echt schade. Where the Love... Was ist da? Die 317 Wing Liner. Ach, guck mal, damit kannst du dann einen Eyeliner ziehen. Den müsste ich halt schon haben, weil ich habe das Komplett-Pinselset von Zu Eva mir relativ zu Anfang meiner YouTube-Zeit tatsächlich auch mal gegönnt. Deswegen wird der dann auch demnächst mal verlost werden, aber sehr, 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 sehr gut. Die Nummer 18. Ja, okay, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Star Skin Dream Kiss Plumping and Hydrating Biocellulose Lip Mask. Die kann ich tatsächlich in der Winterzeit sehr gut gebrauchen und auch jetzt aktuell leider, weil ich trage halt ständig Lippenstift, ich trage mir den ständig nach und so weiter, ne? Und dann merke ich halt einfach, dass meine Lippen natürlich dadurch auch eine gewisse Pflege bekommen, aber auch, ich rede auch unheimlich viel aktuell. Es ist halt einfach so, dass ich dann ein bisschen Liebe brauche. So. Und da hilft diese Maske tatsächlich. An und für sich bin ich halt kein Fan von diesen Lippenmasken, weil ich denke, braucht eigentlich kein Mensch. Doch, ich brauche es aktuell, definitiv. Klein, aber sehr, sehr fein ist die Nummer 19. Estee Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex. Also ich habe heute ja schon ein paar Adventskalender ausgepackt und dieses Produkt, glaube ich, heute zum dritten Mal in den Händen. 7 ml. Ja, ne, die Adventskalender-Gestalter wissen halt, dass es ein gutes Produkt ist und damit fixen die Leute hart an, das sage ich euch. Weil wenn ihr das verwendet, werdet ihr merken, dass das wirklich auch was bringt. Und das ist halt so ein Problem von mir. Aber ich habe mir das schon in groß nachgekauft. Ja, ist schon bei mir. Ja, herzlich willkommen im 20er-Bereich. Pharmacy, einfach mal so ein Riesenvieh, 50 ml. Green Clean Make-up Melt-Away Cleansing Balm. Das finde ich super. Ich mache Double Cleansing, am liebsten natürlich mit dem Calm Balm von Yepoda, wo ihr, ich glaube, mit Claudi September aktuell auch richtig schön was sparen könnt, 30%, ihr wisst Bescheid. Aber ich probiere immer wieder gerne, weil ihr mich auch drum bittet, andere Cleansing Balms natürlich aus. Bislang immer wieder zum The Calm Balm zurückgekehrt. Es tut mir leid, Leute, aber es ist nun mal das beste Produkt, was ich bislang in dem Bereich ausgetestet habe. Den hier werde ich aber auch ausprobieren. Aktuell habe ich übrigens den von Physicians Formula in Anwendung, ne? Für alle, die es interessiert. Ja, bin ich mal gespannt drauf, wie der... Upsala, man kann es auch einfach abmachen. Riecht soweit nach nichts. Also da bin ich wirklich gespannt drauf, ne? Der wird ausprobiert und dann reviewed. Da werde ich euch meinen Senf zu abgeben. Finde ich cool. Mit Papaya, oder warum ist da Papaya abgebildet? Läuft. Finde ich gut. Doch, Leute, also das ist ein Produkt, sowas freut einen doch irgendwie, oder? Wenn man da null mit rechnet. Das ist doch bestimmt eine Full Size. Wow. In der Nummer 21 versteckt sich Dr. Susanne von Schmiedeberg. Ich finde den Namen einfach sehr interessant. Derma Cosmetics Elkanosin Anti
Anti-Age-Cream, also A.G.E.Cream für trockene Haut. Hat die Frau 15 Milliliter. Ich finde, das sieht gar nicht so super nicey-pricey aus, aber ich glaube, das ist es, ne? Naja, also hatte ich öfters auch meine Adventskalendern drin. Ist bei mir jetzt namenstechnisch nicht in dem Sinne hängen geblieben, wie jetzt zum Beispiel die Dr. Barbara Sturm-Geschichte, wo ich halt irgendwie schon das ein oder andere Mal in Anwendung hatte. Hier bin ich mir gerade gar nicht so sicher, wie ich das so fand bislang. Oh yo! Oh yo! Oh yo! In der Nummer 22. Die zweite und letzte Schnapszahl ist von Rosenthal Organics, ein Gua Sha Stein drin. Auch das ist ein Produkt, was mir echt häufig über Füße läuft dieses Jahr. Ich hatte so gehofft, dass die Adventskalenderpacker mittlerweile verstanden haben, dass jede von uns eigentlich so ein Ding zu Hause hat mittlerweile. Gut, Rosenthal ist eine pricey Marke. Eine Marke, wo du viel Geld für ausgeben würdest, wenn du es dir so kaufen würdest. Deswegen ist es schon wieder gut, ne? Also es ist so ein kleiner Gua Sha. Mal gucken, was sowas kostet und ja, komm, ne, freut man sich drüber. Ich werde es weiter wandern lassen, weil ich schon ein paar davon hier habe. Läuft. Ui, schwierig. Schwierig. Ja, was soll ich dazu sagen? Eigentlich möchte ich über diesen Menschen auf diesem Kanal nicht reden, weil der sich halt wirklich in den letzten Jahren super viele nicht ganz so gute Skandale geleistet hat. So dass, also kann ich jetzt hier leider nicht erklären, weil dann wird das Video demonetarisiert. Schaut einfach bei Google, bei Google oder bei YouTube, gibt einfach Jeffree Star ein. Dann wird euch da ziemlich viel von Unico zum Beispiel über die Füße laufen. Da hat er ziemlich viel drüber berichtet. Auf jeden Fall haben wir am Tag vor Heiligabend von Jeffree Star Cosmetics Razor Blade ein Eyeshadow drin mit 1,5 Gramm. Also ein Monolidschatten. Ihr wisst, ich packe euch einen Monolidschatten-Adventskalender, genauso wie ich ja auch einen Adventskalender mit Parfümminiaturen packe. Das wird da mit reinkommen. Ne? Tja, also bei mir wird es auf gar keinen Fall bleiben. Und ja, es ist so ein wirklich schöner Silberton. Die Qualität von Jeffree Star Lidschatten ist der Hammer. Ich hatte auch schon Lidschattenpaletten von dem. Die sind wirklich gut, wirklich, wirklich gut. Aber ich kann halt einfach mich mit der Person nicht mehr identifizieren und möchte dementsprechend seine Produkte weder verwenden noch bewerben. Juh, ist halt ein bisschen kontrovers, der Typ, ne? Jetzt mal ohne Flachs, Leute, Trommelwirbel, die 24, das ist das kleinste Kläppchen. Erfahrungsgemäß haben wir hier dann auch nochmal irgendwie ein Mini-Flakon drin oder so. Alles so riesig und es hier ist einfach so klein. Was wird da wohl drin sein? Hatten wir das nicht auch letztes Jahr schon drin? Manche Sachen wiederholen sich. MCM, 7 Milliliter, Eau de Parfum. Ultra Fragrance Miniature. Aber von welchem Duft? Weiß ich nicht. Steht hier nicht drauf. Ist MCM der Duft? Ich werde das Ganze einmal evaluieren. Auf jeden Fall sieht so das Täschchen aus. Okay, es war letztes Jahr, oder war das im Sephora Adventskalender letztes Jahr, Leute? Ich weiß es nicht. Ich meine aber, dass es im Douglas Adventskalender drin war. Und dann war das halt so eine glatte Tasche. Und das hier ist jetzt quasi ein riffeliger Rucksack. Nun, das war er, der Douglas Multibrands Kläppchen, mega krasser, heftiger Luxus-Bla-Adventskalender. Cooler Inhalt. Also, ich hole das Schätzelein nochmal ran. Der sieht auch überhaupt nicht zerstört aus, ne? Muss man wirklich sagen. Mir gefällt es richtig gut, wie die dieses Mal die Kläppchen-Perforation gemacht haben. Das hat echt gut funktioniert. Wir haben zu jedem einzelnen Produkt hier noch die Informationen drin im Kläppchen und so, ne? Das kann man sich immer schön nachlesen. Wir haben einen tollen Mix aus Pflege, ein bisschen Parfüm, ein bisschen dekorative Kosmetik. Also im Prinzip auch das, was man bei Douglas im Onlineshop so findet. Die Größe der Produkte finde ich auch in Ordnung. Also wir haben teilweise wirklich winzige Produkte drin, aber dann sind das auch Marken, die sehr hochpreisig sind, ne? Ich finde es gut, wie der Adventskalender befüllt ist und würde ihn tatsächlich auch dieses Jahr weiterempfehlen. Manche Produkte sind ähnlich zum letzten Jahr, aber ich glaube, dass das nicht so mega auffällt, wenn man den Adventskalender auspackt, oder? Ist ja nicht jeder so ein Erinnerungsfreak, wie ich das manchmal bin. Und das ist ja nur gewesen, der Douglas Adventskalender für dieses Jahr. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!